Guten Morgen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir sind jetzt bei Umzug Teil 2 von 3 oder 4, keine Ahnung, mal gucken. Ich wollte euch jetzt mal zeigen, also ein Zwischenstand, wie es in der alten Wohnung bis jetzt aussieht. Ich habe heute hier alle Deko schon weggeräumt. Hier unten haben wir mittlerweile keinen Tisch mehr, der ist schon in der neuen Wohnung. Dann ist die ganze Deko ab. Die Kinderküche ist schon weg, dann habe ich hier drüben die ganze Deko alles schon abgemacht. Also, ja, also bei Karl sind jetzt nur noch die großen Möbel, sage ich mal. Im Badezimmer sind mittlerweile alle Schränke weg. Der Waschbeckenunterschrank war schon da, also der bleibt auch hier. Und ich habe jetzt den Spiegel hier hingestellt, weil wir ja keinen Spiegelschrank mehr haben, damit wir uns im Bad wenigstens noch im Spiegel sehen können. Genau, der Wäschekorb ist weg, deswegen ist hier jetzt ein Wäschehaufen. Hier seht ihr, das Bett ist ja schon nicht mehr da. Das bauen wir heute in der neuen Wohnung auf. Der Wandteppich von der Decke ist ab. Das Regal, also die Malmkommode ist ja schon in der neuen Wohnung. Das habe ich auch, glaube ich, schon gezeigt. Dann ja, sieht es halt hier jetzt entsprechend ganz schön leer aus. In der Küche fehlen bis jetzt nur die kleinen Regale in der Ecke. Ansonsten den Rest, also die Küche ist wirklich noch nicht... Da ist sonst noch nichts abgebaut. Wir haben auch nur 3 kleine Kisten mit Küchenzeug schon rüber geschafft. Weil das brauchen wir halt alles noch. Und wir wohnen ja wirklich hier. Und jetzt, bis dann der Hauptumzug ist, wäre es halt blöd, wenn wir dann alles nicht mehr hätten. Wir fahren aber, bevor wir in die neue Wohnung fahren, noch zu Bauhaus. Wir brauchen eine neue Arbeitsplatte. Wir müssen die Küche nämlich jetzt einmal als lange Reihe stellen, nicht mehr um die Ecke. Uns fehlt dann noch eine Lampe für den Essbereich. Da haben wir gestern im Porta und bei Ikea geguckt und waren nicht wirklich überzeugt. Dann hoffen wir mal, dass wir bei Bauhaus da was finden. Dann fehlt uns noch eine variable Duschbrausenstange, weil das ist nur eine Halterung an der Wand. Und wenn ich mal nicht meine Haare waschen will, dann muss ich die Duschbrause niedriger machen. Und das geht dann nicht. Also muss ich die ganze Zeit halten. Das ist auch doof. Und generell ist es halt einfach schön, da eine variable Höhe sozusagen zu haben. Genau, danach werden wir gucken, dann werden wir ausladen und dann werden wir wieder ganz viel Krach machen, bohren und so in der neuen Wohnung. Und... Der Plan ist dann. Ja. Ja, so sieht der Plan für heute aus. Wir sind nach einer sehr beschwerlichen und anstrengenden Fahrt, ich habe morgen bestimmt einen übelsten Bizeps, angekommen. Und zwar seht ihr hier unsere neue Arbeitsplatte. Hier ist das Türgitter. Ich hatte, das ist wieder ein interessanter Abdruck. Ja, ich hatte den Bildschirm auf dem Schoß. Hinter uns ist alles ziemlich voll gekracht. Wir waren ja im Baumarkt und haben alles gekriegt, was wir wollten. Und dann halt noch die Sachen, die wir so im Auto hatten. Und ja, also es war schon aufregend, jetzt hierher zu fahren. Karl ist eingeschlafen. Wir müssen jetzt erstmal überlegen, wie wir es machen mit Mittagessen und allem. Ich bin eingefahren. Eingefangen? Eingesperrt? Gefangen? Gefangen oder eingesperrt, aber eingefangen. Oh Gott, wir werden jetzt erstmal ausladen, wir werden wahrscheinlich was zum Mittagessen bestellen. Und dann ist, glaube ich, auch 15 Uhr und dann ist die Ruhezeit vorbei und dann können wir das machen, was wir machen wollen. Wir haben vermutlich wieder so 4-5 Stunden gebraucht und es hat sich eine ganze Menge getan. Ich zeige euch das jetzt mal. Als erstes ist jetzt die Kommode hier fest. Dann, wenn ich mich umdrehe, hier steht ein Bett und hier oben ist die Lampe fest. Dann haben wir die Lichterketten hier hingehängt. Genau, und jetzt hier, also der Nachtschrank steht da, wo er stehen wird und hinter mir ist jetzt Platz für den Kleiderschrank. Also hier ist ziemlich viel schon ziemlich gut weit fertig. Dann haben wir im Kinderzimmer das jetzt mal so gestellt, wie es dann noch später stehen wird. Da fehlen natürlich noch Möbel. Ich habe vorhin die Planung gemacht, also alles ausgemessen und ausgerechnet. Genau, wir haben Kellerregale aufgebaut, die bringen wir gleich in den Keller. Und dann können wir auch mal ein bisschen an das Vorhängeschloss denken, dann müssen wir nämlich unseren Keller mal zuschließen. Und wo sich ganz viel getan hat, ist das Badezimmer. Wir haben hier einmal die Stange für den Duschbrause soweit fertig zusammengebaut. Die Löcher sind gebohrt. Das kann ich euch auch zeigen, nämlich da und da. Allerdings müssen die hier noch zugegipst und mit Silikon zugemacht werden. Dann können wir es anbringen. Genau, wir haben jetzt einen Duschvorhang.
an einer Duschvorhangstange. Dann haben wir den Spiegelschrank hier, der hat auch Licht. Und ja, jetzt ist hier wirklich, also es fehlt, ich habe auch schon ein bisschen mir Mühe gegeben und so, es fehlt wirklich nicht mehr viel. Hier kommt die Waschmaschine noch hin, die Lampe wird noch ausgetauscht und das Ding muss noch angebracht werden. Genau, so, kann man wieder mit hier raus. Im Wohnzimmer. Das hier ist jetzt alles zumindest miteinander verkabelt. Wir brauchen aber noch eine Verlängerungsdose, ansonsten ist das auch fertig. Und wir haben den Wandteppich aufgehängt. Hier fehlt ja noch ein Stück Sofa. Also das hier, so eine Art, sowas kommt dann auch nochmal hier hin. Und dann hängt das Ding hier genau mit. Haben wir noch irgendwas gemacht? Wir haben auf jeden Fall mal gestaubsaugt. Ach ja, das ist die Arbeitsplatte, die wir gekauft haben. Die ist matt schwarz, aber die hat jetzt natürlich noch eine Folie drauf. Und wo ist im Schlafzimmer? Im Schlafzimmer war ich, ja. Somit sind wir hier oben erstmal fertig. Wir gehen jetzt in den Keller und werden die Regale da hinstellen und den Keller abschließen. Und dann fahren wir in die alte Wohnung. Habt ihr ein paar kleine Eindrücke noch gekriegt, also nach dem Zeitraffer, das waren jetzt Aufnahmen von heute. Heute ist der letzte Tag, bevor morgen der große Hauptumzug praktisch ist. Wir werden jetzt heute nochmal eine kleine Fuhre, das was ich da am Anfang gefilmt habe, was da in der Ecke in dem Schrank stand, das werden wir gleich nochmal rüberfahren und von Karls Spielzeugregal, also von diesem Kallax, da sind ja diese Fächer, diese schwarzen und die weißen, da werden wir noch so viele, wie wir halt mitkriegen. Ne, das ist morgen für den Umzug. So viele, wie wir davon noch reinkriegen, also die noch mitnehmen und vielleicht jetzt noch eben schnell die letzten Lampen abbauen hier. Also die Badlampe zum Beispiel, die war hier, die war schon da, da waren zwar keine Glühbirnen drin, aber die werden wir jetzt einfach drin lassen. Die hing auch nur so halb von der Decke, also die haben damals, als ich hergezogen bin, Glühlampen rein und so, die bleibt jetzt einfach genau so, wie sie ist. Aber alle Lampen, die wir noch hier angebracht haben, werden wir dann noch abmachen und genau. An der Stelle möchte ich das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Das letzte verlinke ich immer unten drunter. Das ist Teil 1, glaube ich, vom Umzug. Und davor das Video war die Schlüsselübergabe, wo wir die leere Wohnung gezeigt haben. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut da gerne vorbei. Ich kann auch alle beide unten drunter verlinken, wenn ich dran denke. Genau, dann bis zum nächsten Video.